Auch sie sind Teil des Terrors, Frauen im Islamischen Staat. Etwa 870 Personen sind bisher aus Deutschland nach Syrien oder in den Irak ausgereist, um sich dem IS und anderen islamistischen Terrorgruppen anzuschließen. Etwa jede fünfte Ausreise ist von einer Frau. Rund 20 von ihnen waren sogar noch minderjährig, als sie Deutschland verließen. Radikale Islamisten sprechen die an, die auf der Suche sind, sich nach Orientierung im Leben sehnen. Die Ideologie bietet einfache Antworten in einer komplexen Welt, teilt sie in Gut und Böse. In Deutschland fühlen sich manche Frauen ausgegrenzt und diskriminiert. Beim Islamischen Staat, so das Versprechen, werden sie Teil einer Gemeinschaft und endlich respektiert und wertgeschätzt. Diese vermeintliche Aufwertung klingt reizvoll, sowohl für Frauen mit Migrationshintergrund als auch für Deutsche. Der IS lockt sie mit der Hoffnung auf ein vermeintlich perfektes islamisches Leben. Sie versprechen eine heile Welt mit einem starken Kämpfer als Mann und süßen Kindern. Wichtigstes Kontaktmittel: soziale Medien wie Facebook, WhatsApp und Telegram. Frauen im Kalifat chatten mit Frauen in Deutschland, oft mit ihren Freundinnen, ködern sie mit Chats wie diesem. Schau mal, ist der nicht süß? Und der ist auch richtig süß. Vorher war es ja so, dass man sich von Angesicht zu Angesicht treffen musste. Und das ist bei der dschihadistischen Bewegung, die ja eine sehr starke Trennung hat zwischen Geschlechtern, gar nicht so einfach, wenn man eine Frau ist. Das Internet hat es für viele dieser Frauen möglich gemacht, auch mit dieser Bewegung Kontakt aufzunehmen. Die Aufgaben sind klar verteilt. Die Männer kämpfen an der Front. Die Frauen werden zwar an der Waffe ausgebildet, aber nur, um sich selbst zu verteidigen. Sie sind Ehefrau, Sexpartnerin und Mutter. Sie kümmern sich um den Haushalt und die Kinder, erziehen die neue Kämpfergeneration. Rückkehrerinnen berichten, dass das Leben im Kalifat ganz anders war, als es ihnen versprochen wurde. Doch eine Flucht scheint fast unmöglich. Im IS-Gebiet dürfen sich Frauen kaum eigenständig bewegen. Einmal dort angekommen, schaffen nur wenige den Weg zurück.